Einen wunderschönen guten Tag bei Anno 2070. Ja, es geht weiter mit der Produktion von Hartweizen. Richtig nice und zum Kotzen eigentlich. Aber was soll's. Muss man durch. Ich möchte dann die Antasia für nehmen. Die haben wir ja gerade neu zur Wasser gelassen. Und bauen nochmal eine neue Handelsroute. Die neunte Handelsroute insgesamt schon. Das ist eine Hausnummer. Könnte auch eigentlich Handelsrouten noch miteinander verbinden, aber um da jetzt wieder überall zwischen zu funken, nö. Hartweizen möchte ich auf der einen Insel einladen, möchte ich auf der anderen Insel wieder ausladen und dafür dann die produzierten Teigwaren wieder einladen. Diese anschließend auf dieser Insel wieder ausladen, mein Gott, ist das kompliziert. Und dann beginnt der ganze Prozess von vorne. Ich denke mal, dass wir auf dieser anderen Insel hier oben noch irgendwas anderes anbauen werden, was wir hier benötigen. Von daher passt das ja alles erstmal. So, Antasia setzt sich in Bewegung. Und hier schauen wir mal nach, dass wir nochmal was rüber geschippert bekommen. Ne? Wir können mal eben mit unserer Horizont an diesem Hafenportal anlegen und nochmal ein paar Waren rüber transportieren. Eventuell müssen wir das nochmal tun. So. Produktion gestartet. Anschließend werde ich hier nochmal ein weiteres. Warte mal, das machen wir anders. Und so. Und so. Nochmal einen weiteren. Was ist das eigentlich? Eine weitere Weizenfarm. Werde ich nochmal bauen. Ich glaube, ich brauche nochmal zwei weitere Weizenfarmen. Das macht für mich Sinn. Weil ja wahrscheinlich doch der Verbrauch an Weizen sehr hoch sein wird. Nehme ich mal an, dass ich hier nochmal ordentlich was bauen kann. Wie könnte ich die jetzt nochmal verbinden? Was ist ja scheiße, dass es hier jetzt so ein schwarzer Fleck ist. Möchte ich so haben. Anschließend mache ich eine Schnellstraße. Die führt so ein bisschen kreuz und quer, wie man gerade sieht. Ich habe genug Platz zum Bauen. Ich glaube nicht, dass ich damit jetzt noch wirklich Probleme bekommen werde. Das heißt, ich muss jetzt keine Millimeterarbeit hier machen. Was ich auch ganz gut finde. Ich hasse das, Millimeterarbeit hier irgendwo zu betreiben. Und von daher ist halt mal so ein Knick dran. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Wo haben wir das Problem? Wir haben das Problem bei unserer neuen Bevölkerung, bei den Ecos. Und bauen auch prompt dafür mal im Krankenhaus hier hin. Was ist das, ein Krankenhaus aus einem Einfluss? Nein, da ist natürlich einer entfernt. Oh. Jetzt sollten wir eigentlich genug Teigwaren produzieren. Was brauchen wir noch? Wir bräuchten eigentlich noch mehr Gemüsefarmen. Schauen wir mal so. Können wir hier alles wegbekommen? Perfekt. Was können wir denn hier erwarten? Ja, noch hieß es bitte Sie, folgende Geldmenge durch Handel zu erwirtschaften. Ja, das kann man immer nebenbei laufen lassen, einfach so. Die wird ja irgendwann, ups, schon wieder gegen das Mikrofon gekommen, in der letzten Folge auch schon. Soll ich mich mal abgewöhnen. Das kann man immer nebenbei laufen lassen. Tja, eigentlich kein großes Ding, ne? Verkaufen tut man ja irgendwo immer irgendwas. Ach, das war jetzt eigentlich nicht so optimal, obwohl macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ob man das jetzt nur so rumbaut oder gleich andersrum. Wir werden das andersrum jetzt nochmal eben sehen, wie ich das meine. Normalerweise brauche ich ja immer die Gemüsefarm. So. Scheiße. Muss ich schon wieder so bauen? Egal. Oh. Warte. So. Und nochmal, weil es so schön war. Jetzt können wir die aber mal richtig bauen. Wie ich das jetzt meinte. So, Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. So und so. Ach, schau mal, jetzt kriegen wir schon wieder negative Umwelteinflüsse mittlerweile. Die Entsäuerungsstationen schaffen es nicht mehr, dagegen anzukommen. Das wird sich auf Dauer ein bisschen negativ auf unsere Bevölkerung auswirken. Deswegen muss ich auch schauen, dass ich wieder schnellstmöglich an diese Ozonmaker rankomme. Die sind einfach sehr, sehr wichtig. So, nochmal ein bisschen was hingebaut. Ups, da ist ein Feld daneben gegangen. Das setzen wir nochmal neu. Warte. Hier hin. Oh. Und dann brauche ich Pastagerichte. Pastagerichte setze ich erstmal drei Produktionen hin. Wunderbar. Hingeklatscht da in die Walachei. Und dann können die da weiter produzieren. Jetzt habe ich insgesamt eine negative Ökobilanz von
38, wird das noch mehr? Könnte sein. Obwohl, das scheint bei 38 zu bleiben. Das ist eigentlich nicht so schön. Was müssen wir hier eigentlich noch machen? Eigentlich. Was ist hier denn los? Das ist nicht erfüllt. Okay, hier ist noch ein bisschen Katastrophenschutz mit Krankheiten gefordert. Wir brauchen die Biodrinks, ne? Produziert Milch, das kann ich überall bauen. Molkerei kann ich da also hinbauen. Die Jungs haben gewettet, dass du es vergeigst. Red schon. Siehst du. So. Kohle mitmachen. Im Frieden noch mit haben. Ich glaube, bevor ich die letzte Folge mache, da ziehe ich nochmal alle Register und versuche den mal hier nochmal ins Nirvana zu schießen. Das wäre eigentlich ganz witzig, denke ich. Solchen Gefahr eingedämmt. Und in der Zeit können wir aber wieder das Krankenhaus einmal abreißen. Ja. Obst ist jetzt die nächste Frage. Wo bekomme ich denn Obst mal her? Hier, von der Insel. Zack, da können wir gleich Obst abbauen. Perfekt. Perfekt. Heißt, ich muss tatsächlich Waren rüberschippern. Brauche ich mal. Okay, so viel war es jetzt erstmal nicht. Da müssen wir nachproduzieren. Schauen wir mal hier rüber, ob das langsam mal so in. Nee, das ist das falsche Schiff. Ja, das ist die Antasia. Die kommt gerade zum ersten Mal mit Hartweizen. Weizen? Heißt es Hartweizen oder ist es Weizen? Produktion gestartet. Weizen heißt es. Und dann können wir hier hoffentlich mal anfangen, Teigwaren zu produzieren. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt unbedingt an einem Fluss Teigwaren produzieren muss. Wahrscheinlich ist das irgendwie ganz toll mit Flüssigkeit, bla bla bla. Aber irgendwie kann man das sicherlich auch anders regeln. Ganz normalen Wasserversorgung. Da muss man jetzt aber nicht am Fluss Teigwaren herstellen, oder? Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Okay. Was können wir hier noch machen? Auch Medienberichten sollen bereits Kinder der Lifestyle der ausgebildet werden. Früher ist echt sehr schwankend. Ich weiß auch nicht, auf welcher Insel wir wie heißt die nochmal? Neuroimplantate fördern. Wo war das? Das müsste aber eigentlich hier sein. Haben wir diese Impfstoffsachen? Hier rüber sollte. Da. Da fördere ich die Dinge. Okay. Wie sieht das denn aus mit den Schwammkulturen? Braucht man dafür? Und, achso, diese Elektronikteile. Ja, da bin ich damit ein bisschen vorsichtiger mit, weil die brauche ich hier auf der anderen Insel. Hier fördere ich auf jeden Fall diese Elektronik-Sachen und dort auch nochmal. Noch irgendwo fördern. Habe ich irgendwas übersehen? Manchmal ist es ja so, dass man was übersieht. Irgendwelche alten Ruinen, wo ich noch Sachen fördern kann? Na gut. Dann nicht. Dann werden wir hier nicht weiter ausbauen, weil wir immer noch mehr Waren benötigen. Hier rüber. Antasia. Nein, nicht Antasia, aber irgendein anderes Schiff. Ziemlich eng hier, ne? Entwickelt. Alarm. Was? Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Polizeistation ist direkt daneben. Gar kein Problem. Ja, wirklich gar kein Problem. Wenn hier irgendwo ein Schiff. Dann nehmen wir halt das nächste Kommandoschiff. Hey, hier. Wir haben jetzt hier nämlich ein tolles Item bekommen. Die Räumungsgerät, ja. Das Räumungsgerät können wir mal schön wieder nutzen, um weiter Sie sind ein Ärgernis. Zu arbeiten. Warte mal. Ich sehe genau, was Sie tun. So, dann kaufe ich mir gleich die komplette Stadt hier nochmal. Sehr schön. Das bedeutet nämlich, wir kriegen gleich nochmal plus 100 Ökobilanz, also so einen kleinen Puffer. Machen wir gleich nochmal. Das ist mir sehr wichtig. Einmal das Glas mitnehmen und einmal das Holz mitnehmen. Rüber und dann können wir hier unten Obst abbauen. Bei der Handelsroute schreibe ich, glaube ich, gleich mal wieder mit rein. Obst einladen. Bei 3 Obst und hier unten ausladen. Entschuldigung, muss ich mich einmal kurz räuspern oder husten. Eher gesagt.
Und jetzt geht's weiter. Hier können wir jetzt mal im nächsten Schritt beginnen. Da oben, da lasse ich ein bisschen Platz für Weizen. Dazu haben wir hier eine große Insel, wo wir richtig schön viel Felder anbauen können. Ja, müssen wir gleich erstmal so ein bisschen das Warndepot hier ein bisschen weit erweitern. Und dann setzen wir mal dazwischen. Ich glaube, bei denen ging das... Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Warte. Das müsste mal anders gebaut werden. Und zwar muss ich das so hinsetzen. Dann kann ich perfekt arbeiten. Und da kommt dann die achte, ne? So ungefähr. Ist das optimal? Wahrscheinlich nicht. Wir im Allgemeinen auch mal ein bisschen die Straßen vielleicht nochmal ausbessern, dass das hier auch schneller mit der Produktion geht, wa? Ja, komm. Flitzt los, Leute. Flitzt los. Nochmal eine Straße hoch. Hier nochmal eine runtergesetzt. Zack. 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 Hier Highways sind das hier. Bundesstraßen. Hier hoch. Ich glaube, das ist überhaupt nicht sinnvoll, da eine Straße zu platzieren. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Hier gibt es nochmal eine lange Straße. Hier kannst du mal eine hochsetzen. Hier fehlt auch nochmal eine Schnellstraße. Ja. Damit haben wir ein bisschen mehr Effektivität erreicht, denke ich. Nein, jetzt kann ich hier nicht... Achtung, Produktionsstillstand. Egal. Egal. Bin halt dahin. Wir Fruchtsäfte haben. Was, woran fehlt's an Holz? Geholzt? Ja. Dann bauen wir weiter. Felder, diese Obstgärten. So. Okay. Okay, ich glaube, so sieht's fast besser aus, oder? Da, so, dahin und dahin. So würde mir das am meisten gefallen. Das heißt, die müssen hochkant sein. Hochkant sieht gut aus. Das heißt, da müssten da drei Felder für Platz bleiben. Und dann sollte das ja hier auch schon wieder funktionieren, oder? Wenn ich das so baue, so. So, so. So, so, so. Kann man das so ein bisschen einzäunen, das Gebiet. Und eine Straße wieder langballern. Da oben gleich nochmal so ein Teil hin. Ich weiß auch nicht, wie viel ich baue, wohin werde. Deswegen sind wir einfach mal wieder fröhlichen Gemüts. Ein paar Obstplantagen. Machen wir hier. Haben wir wieder Holz? Bestimmt, oder? Ein reizender Stack. So, 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 so. Und noch machen? Geht das jetzt eigentlich mit euch? Was fehlt? Nahrung, Getränke, ne? Bitte seien Sie diskret. Ich will damit keinen Staub aufwirbeln. Okay, warte mal. Hirobashi bittet Sie, einige Objekte mit Hilfe von Suchscheinwerfern aus. Das ist immer so langweilig. Können wir noch gar nicht absehen. Das ist immer so langweilig. Kann Diana Rodriguez mir schon wieder eine Belieferung an Holz geben? 8 Tonnen gerade mal. Brauche ich richtig lange zu regenerieren, wa? So nicht, Fräulein. So nicht. Dann. Einziger Vorteil ist echt an Holz, dass man das nachhaltig produzieren kann. Nicht so wie Stahl. Stahl ist halt nicht nachhaltig, ne? Da müsste. Jetzt 9? Brauche ich gar nicht 9. Oh nee, jetzt hätte ich das viel enger bauen können. Ach, verdammt. Shit. Okay. So, jetzt haben wir 3, 4 Stück erstmal. Oh. 4 Stück. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt erstmal die Milch. Teile. Die Milchproduktion muss angekurbelt werden. Das sehe ich ein. Wie funktioniert das jetzt mit der Milch? Wie läuft das mit den Feldern? Die sind ja gigantisch groß. Ja, gigantisch groß. Sechs,
Und 7. Alter, Finger. So. Warum kann ich wahrscheinlich gar keins mehr hinbauen? Da muss ich ja irgendwie mich mal wieder anders orientieren. Oha. Mal. Hier so ein bisschen die Gegend in Beschlag nehmen. Schön. Reiße ich damit den ganzen Wald ab? Oh, wie blöd. Das hier auch teilweise so geil aus. Und der wächst scheinbar nicht von alleine wieder nach. Wir haben ja eigentlich so viel Kohle, ne, dass wir, wenn wir sagen, wir können ja Handel betreiben, warum sage ich dann nicht einfach, ich kaufe mal Holz ein? Ja? Hier bis nach ganz oben, ist mir egal, was kostet die Welt, ne? Wir haben 5546 plus, wir haben fast eine halbe Mille, haben wir gleich sogar wirklich. Da sollten wir uns mal nicht so rumknausern mit der Kohle, von wegen mal einkaufen. Können wir ausgeben, können wir. Oh, das lieber mal so. Kann man hier das hinsetzen wieder? So, so. 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 Und so. Und wieder 7. Milchfelder. Getränke. Tja, so groß ist die Insel ja dann. Obwohl, da wir haben wir überall noch Platz zum Anbauen von irgendwas. Ist auch eigentlich ganz schön krank, wenn man sich das hier so reinzieht, ne? Dass das hier alles nur Felder sind, um hier eine Stadt zu bewirtschaften. Aber da braucht man vielleicht mal, um mal hier von Arno ein bisschen wegzukommen, nur in Spanien sich mal so ein paar Gewächshäuserplantagen ansehen, ne? Furchtbar, Alter. Da empfehle ich euch vielleicht mal eine Dokumentation drüber, wo wir hier gerade beim ökologischen Effekt sind. Das ist wie Beton planiert, ja? Da siehst du nichts mehr außer Gewächshäuser. Wenn du da Kilometer weit gefühlt gucken und siehst nur Gewächshäuser aneinandergereiht. Ob das förderlich ist, das weiß ich auch nicht. Nur damit wir wieder unsere Gurken für 99 Cent im Laden bekommen, ne? Für dich alles sehr verwerflich. Wüsste ich jetzt aber auch momentan noch nicht eine bessere Lösung. Wir sind ja momentan sogar dabei, irgendwie, dass man Insekten ja essen soll wegen den Proteinen und all dem Scheiß. Denn wenn die da zusammen gematscht in so eine Dose rein und dann kann man, also Achtung, sieht man halt nicht mehr, dass es Insekten sind und kann man die irgendwie als in Form von Mehl mit ins Essen reinmachen und sowas. Das soll halt wohl sehr viel nachhaltiger sein, weil die so Proteinbomben sind. Und wenn man, da gibt es richtige Farm für Insekten, dass die dann halt wesentlich schonender für die Umwelt sind, als wenn man irgendwelche Farmen hat mit Tieren. Weil die ja auch viel Futter selber benötigen, nochmal so eine Kuh, ne? Auch viel Futter selber, also muss man auch wieder was für anpflanzen und die ganzen Insekten halt nicht. Ob das wirklich später eine Lösung wird für die Menschheit, wenn man mal Hungersnot hat und so, weiß ich nicht. Sich zeigen. Aber ich fand es ganz interessant, mal diesen Beitrag zu sehen. Empfehle ich auch. Und sich durchaus mal anzuschauen. Muss man mal irgendwie googeln, ob man da irgendwas in der Richtung findet. Erklärung zwischen Nachbarn registriert. Aber ich denke, da wird ihr schnell, finde ich. Thema ist noch allgegenwärtig ist und im allgegenwärtig sein wird, wenn es darum geht, nachhaltig zu sein. Weiter, aber hier jetzt wieder bei Anno. Ein bisschen saurer Boden. Wirkt sich ganz schnell bei den, also hier bei den Gemüse nicht so schnell aus, das sieht man. Die sind wesentlich weniger dafür anfällig mit der Ökobilanz als zum Beispiel der Hartweizen oder so. Der hat schon 10%, nur bei 58 negative Ökobilanz. Wächst nicht so gut. Nicht so. Schade. Muss man nochmal schauen, dass man da doch nochmal was hinsetzt. Hier brauche ich eben schnell nochmal so eine. So. Ich. Brauche ich hier nochmal irgendwo mit hin. Ja, schauen wir mal, dass wir das nochmal mit hinsetzen können. Wird eng. Ist nicht optimal, aber ist nicht schlimm, wenn das nicht so optimal ist. Das ist jetzt ja gar nichts mehr so wirklich. Cool. Kann man noch so machen. Okay. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, das war es leider schon wieder für Anno 2070. Es gab jetzt 4 Folgen hintereinander, wenn mich nicht alles täuscht. Die nächsten Folgen kommen erst wieder nächstes Wochenende. Anno wird
Ich glaube, so circa 4 Folgen werden es wohl noch sein. Das heißt also, wir könnten guter Dinge sein, dass wir noch die nächste Fraktion erleben von dieser... Die nächste... hier. Eco-Ingenieure, Wohnhäuser, bla. Die nächste Stufe sehen wir vielleicht nochmal. Aber ich glaube, dann wird es auch das Ende sein von Anno. Wir haben da mittlerweile schon relativ viel erlebt. Ich mache dann auch nochmal wieder ein Fazit. Ich glaube, ich werde bei jedem Let's Play, was ich mache, am Ende mal ein Fazit über das Spiel machen. Das kann man ja dann wegklicken, je nachdem, ob man das hören will oder nicht. Aber 4 Folgen gibt es auf jeden Fall danach noch von Anno, nach dieser. Und ich hoffe, dass ihr dabei sein werdet und die auch nochmal genießt. Wie ich es auch tun werde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.